Herzlich willkommen zu Vlog Nummer 4. Mein Name ist Kid Chris. Wir sind in Frankfurt auf dem World Club Turm 2017. Es ist ausverkauft. Auf 700.000 Quadratmetern gibt es 200 Acts für euch auf 20 Stages. Das Ganze geht über 3 Tage und ich werde heute für euch auf der Big City Beat Stage performen. Kreisch! Übrigens werde ich heute supported und unterstützt von Skylark, die diese wunderschöne DJ-Tasche für mich gezaubert haben. Falls ihr auch Bock habt, euch so eine Tasche machen zu lassen, egal mit welchem Bild, dann geht ihr einfach auf skylark.com. Das Ganze verlinke ich euch auch unten in der Infobox. Viel Spaß bei diesem Video. Wir sind gerade Backstage und hier laufen mir die tollsten Leute über den Weg. Und neben mir steht Nikita, Thompson und Lou A. Wie gefällt es euch heute? Ich muss sagen, sehr, sehr gut. Hier ist eine richtig fette Energie. Einfach mega geil. Ich habe keine Ahnung, wie ich hierher gekommen bin. Ich feiere einfach. Ich feiere. Einfach mega geil. Mega geiles Line-up. Ja, wir werden heute auf jeden Fall durchziehen. Woher kommt ihr? Ich komme eigentlich aus Köln und lebe in Berlin seit 2003. Berlin, lebe in Hamburg. Würdet ihr nächstes Jahr wiederkommen? Ja, auf jeden. Klar. Definitiv, Mann. Noch abschließend eine Frage. Ich meine, euch kennt man ja sowieso, aber trotzdem, wo findet man euch bei Instagram? Nikita Thompson. Bei mir ist es echt kompliziert. Lue Nohut. Lue Nohut. Ich verlinke euch das natürlich alles unten in der Infobox. Dankeschön, ihr beiden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Nana, Lifestyler, was geht ab? Alles gut, danke. Wie machst du das? Wo holst du mal deine Energie her? Danke dir. Ja, erstmal vielen Dank fürs Statement und geiles Set auf der Bühne. Ich habe richtig mitgewaved, du bist einfach geil. Ich bin einfach wirklich jeden Tag dankbar. Ich werde morgens wach und sage, hey, ich bin gesund, ich habe die Power und ich möchte einfach das bestmöglich nutzen. Wie heißt dein YouTube-Kanal? Der YouTube-Kanal heißt Nana Domena. Also wie so, Nana aus Ghana, aber Domena mein Nachname. Neben mir steht die... Ellie. Ist das dein erster World Club Dome? Nein, der dritte oder vierte schon. Ich wünsche allen viel Spaß, mega geil hier und ich freue mich schon aufs nächste Jahr. Dankeschön! Jetzt, wie heißt ihr? Ich bin Romina. Anna. Lara. Wie ist es heute? Heute ist es mega geil, heute ist der beste Tag, der beste wirklich. Tag. Hammer. Seid ihr gut drauf? Auf jeden Fall. Wer ist euer Lieblingsact bisher? Du. Ja. Oh, das geht ja runter wie Öl hier. Und wer in Wirklichkeit? Kleiner Spaß. Nein. Also, wie ihr seht, ist einfach richtig geil hier. Ja. Nächstes Jahr müsst ihr auch dabei sein. World Club Dome 2017. Woher kommt ihr? Hannover. Ich war letztes Jahr in Hannover auf dem Crazy Sense Festival. Wart ihr da auch? Ja, wir waren da. Kommt ihr nächstes Jahr wieder zum World Club Dome? Ja. Jedes Jahr. Ich stehe mit der wunderhübschen Estella. Estella, erzähl mal ein bisschen für dich. Ich habe gehört, du hast einige Sachen abgeräumt in letzter Zeit. Erzähl mal. Ja, ich war, hatte die Chance auf Playmate des Monats und ich habe jetzt für den Liquid Molly Kalender geshootet und ja, kam jetzt eins nach dem anderen, war sehr schön. Wie gefällt dir es heute auf dem Festival? Wie ist der World Club Dome für dich? Sehr schön, also es ist echt mega aufgebaut und aufgezogen, also top. Du bist der? Lukas vom FaceMac. Vom FaceMac und du bringst heute die? Ich bringe hier Knallerei mit. Genau genommen 10 Tonnen CO2 zum Verpulvern und ich schaue mir jetzt mal an, wie es knallt. Wo finde ich im Internet das FaceMac? FaceMac.de und da findest du alles, auch über Kid Chris. Kreisch! Du bist der? Jan Hoffmann. Und du veranstaltest das?
Panama Festival. Und das Panama Festival dürft ihr dieses Jahr auf keinen Fall verpassen. Es findet statt am 28. und 29. Juli in der Rheinaue in Bonn. Und alle Infos zum Panama Festival findet ihr unter www.panamafestival.de. Ich stehe hier mit der Annie von Two Elements. Annie hat nach mir gespielt auf dem Big City Beats Floor. Und ich habe mir das ganze Set reingezogen. Die hat die Hütte einfach nur knallhart abgerissen. Und wie war es für dich? Geiles Gefühl natürlich. Du kommst Mittag hier nach Frankfurt, erwartest nichts und dann fliegt ja die Kuhn, die Lampe, nach dir, weil ja nicht so ganz einfach, aber hat Spaß gemacht. Also ich bin im Fieber, es kann so weitergehen. Der Sommer hat erst begonnen. Ohne Spaß, die Annie ist für mich eine der DJs, die das auf die Reihe kriegen, dieses Publikum so in ihren Band zu ziehen, wie kaum eine andere. Und deswegen empfehle ich euch ihren Instagram-Channel, der heißt Two Elements DJ. Und ihr wart eben dabei, wie heißt du? Alisa. Und du bist der? Stefan. So, und jetzt mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, wie war das eben? Es war mega. Wahnsinnig geil. Jetzt hat die Show gerockt, auf jeden Fall. Und es ist immer schön, DJ oder DJin zu sehen, die selber wahnsinnig viel Spaß haben, weil es animiert, einfach einen selber noch mehr Party zu machen. Now please sign on a T-shirt, this is Billboard China. Thank you very much. Okay, so on this very precious T-shirt, now we got Kid Chris, now we got Leshuk, we got Deadmau5, we got Tala, and later there'll be many, many more. Hello party people, my name is Kid Chris, we are at the World Club Dome, this is Jason from China, and you are watching Billboard China. Wer ist dein Lieblingsact heute? Also ich würde mich ja freuen, wenn David Guetta kommen würde, aber der kommt ja leider nicht, deswegen Steve Aoki. Wie ist es für euch heute, habt ihr Spaß? Ja, wir haben sehr viel Spaß. Das Wetter spielt heute mit. Wir konnten schon ganz viel auf der Mainstage tanzen. Ihr habt mega geile Kostüme an. Wie lange braucht ihr, um sowas vorzubereiten? Naja, wenn man die Kostüme selber macht, dauert es ziemlich lang. Aber zum Fertigmachen geht's dann. Es geht dann relativ schnell. Ich stehe hier mit der deutschen DJ und DJ-Elite und wir stellen uns jetzt alle mal vor. Ja, grüßt euch. Ich bin Mo, Most Wanted von der Hypercat und ja. Also die verrückte Katze, nach der ihr Ausschau halten müsst, die alles kaputt reißt. Neben dem Mo steht er. Der Chico Chiquita. Von? Von Sunshine Live, von 120 dB Records. Sexy! Und die Beatcat ist da. Ja, hallihallo. Das Kätzle. Ja, das Kätzle. Ich bin die Beatcat. Hi. Ich nehme doch nicht die Käsebranken von einem fremden Menschen. Ich finde die Schuhe eigentlich super toll. Ich finde, die riecht es auch gerade super gut. Ist das dein neues Parfum? Käse? Stell dich kurz vor. Ich bin Dieter, Raver und Wiltz. So, also wir sind hier heute komplett. Alle Raver sind am Start. Und wie ihr seht, hier ist auch super geiles Publikum am Start. Ich danke euch allen für eure Zeit. Von allen Acts verlinke ich euch unten in der Infobox auch alle Instagram- und Facebook-Channel. Und ja, Party! Woo! Das war's vom World Club Dome 2017. Es war einfach grandios. Wir hatten eine Menge Spaß, haben tolle Leute getroffen, viele Inspirationen gesammelt. Und ich hoffe, ich konnte euch auf eine kleine Reise mitnehmen. Und noch viel mehr freue ich mich über Abos, Thumbs up und natürlich euer Feedback in den Kommentaren. Also bis zum nächsten Video. Das war der Vlog Nummer 4. Ich bin's, euer Kid Chris. Bis zum nächsten Mal. Ciao.